Finde nicht gut von ihr. Wie findest du das? Hast du was zu trinken mitgebracht? Noch nicht. Aber Würstchen habe ich dir mitgebracht. Willst du auch mal abbeißen, Andy? Das ist ihre Mutter. Komm gleich wieder, ne? Mhm. Hier nicht. Ja, stellen wir mal. Ja, ja. Gut. Was schlecht. Nein, schmeckt, hat sie mich gefragt. Von der
Der wie viel der durchgehen? Weiß ich nicht. Ich würde auch gleich weg sagen, die Sache hat sich erledigt, weil das erste sowieso nicht gut geworden ist. Das hat sich damit auch für mich echt erledigt. Die kriegt keine Geld mehr von mir. Kein Bock mehr da drauf. Der Kontrolle auch jetzt nicht ganz wieder, aber er hat zumindest.
30.
Wenn du in Hamburg bist. Mein Gott. Vorlauf, waren zwei in der Killergrube.
waren drei Sabine Bertram. Ja. Es waren vier in Berlin-Dorf. Es waren fünf Maike Koller. Es waren sechs Bürger Kapstab. Ja, Kapstab. Und es waren sieben Petra Hassinger. Auf die Plätze!
arbeite viel für den Job. Ja. Stephanie Storck von VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Zweite, Andrea Rönicke, SV Eintracht Hannover, 48,30 m. Dritte, Christian Andersson, LG Sieg Berlin, 45,48 m. Vierte, Dörte Finke, MTV Heide, 43,40 m. Fünfte, Inga von Wutschnus, Olympischer FC, 41,62 m aus Berlin. Sechste, Astrid Jockmann, Kursbaustelle, 41,08 m. Siebte, Simone Lange-Balschuweis, MTV Wolfenbüttel, 41,06 m. Achte, Sabine Kressler, SC Charlottenburg Berlin, 40,92 m. Dieser Pfiff war gleichzeitig der Aufruf für 3 Turnvorläufe 110 m. Der ist verlaufen. Auf Platz 2 startet Christoph Alt, Kärntner SC. Der zweite des DLV mit 13,46 m. Dietmar Kostewski, LAC. Optimale Bedingungen natürlich hier für die heutigen Sprinter. Vielleicht erwartet uns noch eine tolle Leistung im Finale. Aber er wird dieses auch in einem zweiten Versuch wiederholen müssen. Ein Blick auf die Siegerzeit des ersten Vorlaufs über die 110 Meter hin.
Er sagt uns, dass wir leben in 300 LAC Hallen-Soberlin, die bei der Deutschen Meisterschaft des vergangenen Jahres. Der andere Landesmeister und sechste ENV mit 13,99 Sekunden startet auf der Wand hier im Gesicht. Helge Bormann, TSG Bergedorf. Bankhoff Freiner-Waller, NC in Hannover. Bahn 6, Christian Roos, SV Union Groß-Usenot. Und als zweiter Schluss die holsteinischen Zielplätze. Hallo, wie geht's dir? Thank you.
Thank you.
Zufällig.
76. Thank you.
Auf die Plätze. Das geht so. Thank you.
Ungültig. Wie die eine Schule.
Wie weit war das?
Zum Beispiel so das Baustadion. Na, der ist ja noch Großleister, der ist noch schlimmer. Insofern ist es dann hier schon besser, aber ich kann mich erinnern. Das letzte Mal vor 3 Jahren hier irgendwie. Ja, du bist vielleicht auch schon wieder vom Termin her, ist ja Ferienzeit. Oh. Die Laufentscheidung steht an. Finale über 200 Meter der Frauen. 8 Teilnehmerinnen haben sich qualifiziert aus Sofa. Finale 200 Meter der Frauen. Karin Janke von Wolfsburg. Soweit gibt es Platz 2 und Platz 3 von der Runde. Für die Siegerzeit 13,19 Sekunden. 23,19 Sekunden. Dritte Zeit im DLV nach der aktuellen deutschen Listenliste. Sie hat sich damit verbessert von 23,62 auf diese 23,19. Nach dem Lauf werden wir diese Siegerehrung vornehmen. Nächste Laufentscheidung, 200 Meter Männer. Lars Asche ist deutscher Jugendmeister mit 200 Meter 1989. Rang 6, Czeslaw Kaczynski, TSV Bremer-Förde. Rang 7, Gerald Leute, Osnabrücker TB. Rang 8, Sven Höppler, TSV Klausdorf. Hamburger SV 207,75. Vierte, Anke Kruse, VfL Oldesloe 210,39. Fünfte, Tanja Lenz, LG Braunschweig 212,37. Sechste, Imke Vorpahl, Hamburger SV 217,07. Siebte, Imke Schiersch, LG Wilhelmshaven 217,65. Achte, Katja Baumann, LAV Hamburg Nord,
2:21:47. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich umgesetzt. Die nächste Siegerehrung, nämlich die Kugelstoßen der Frauen. Norddeutsche Meisterin 1990, auch ihre Zusatz erfolgreiche Titelverteidigerin Stephanie Storm aus Regensburg und ihre Weite 19,02 Meter. Ja, sie wird hier Norddeutsche Meisterin. Zweite Beate Göbel, Hamburger SV 14,70 Meter. Dritte Ignar von Mutius, Olympischer SC Berlin, 13,54 Meter. Vierte Gabriele Juhl, SC Charlottenburg Berlin, 13,27 Meter. Dörte Finke vom MTV Heide wurde Fünfte. Ihre zweite 13,08 Meter. Sechste Gabi Modrakowski, USC Berlin, 12,65 Meter. Siebte Daniela Rubel, EG Braunschweig, 12,59 Meter. Auf Platz 8 im Sonnenblanke-Deutschleit, MTV Wolfsbrücke, 12,50 Meter. Der Vorname ist natürlich Simon. Wir holen das Auto wieder weg und gucken da mal, sonst hat das ja keinen Zweck. Wir gehen und wir können ja mit dem Auto einfahren. Und wir drei gehen.